Ein Sportkombi im Einzeltest. Der Alpina B3S Touring fährt mit Reihen 6-Zylinder Biturbo, Allrad und 440 PS vor. Kosten 77.600 Euro. Ja, das ist schon eine mega Traditionsfirma, Alpina. Wie lange es die schon gibt und wie lange die auch schon ihr klassisches Design durchziehen. Ja, diese Streifen an der Seite, die es gefühlt schon seit 100 Jahren gibt und die sich auch nicht verändert haben und die witzigerweise den Alpina-Autos auch seit Jahrzehnten einen sofortigen Wiedererkennungswert verleihen. Der Testwagen zeigt Flagge mit goldenen Streifen. Unangetastet bleibt das BMW-Gesicht, das Heck mit vier dicken Rohren nicht. Das zweite typische Alpina-Merkmal füllt seit jeher die Radkästen aus. Große Vielspeichenfelgen mit zentralem Schraubdeckel. Wenn du jetzt einfach so fährst, dann musst du jetzt gar nicht mal darauf achten, in welchem Modus du jetzt bist. Dann fährt er sich erstmal völlig unspektakulär und entspannt, und zwar im positiven Sinne. Du sitzt hier einfach in einem stark motorisierten Kombi, aber trotzdem gleitet der, ohne irgendwie zu straff zu sein, zu hektisch zu sein, wunderbar über die Landstraße. Soweit die Schleichfahrt. Der Fahrerlebnisschalter entscheidet: Powercruiser, Hoppelbude oder Sportwagen im Tarnmantel. Jetzt können wir ihm hier für die kurvigere Partie noch den Sportmodus. Und da kannst du ja wirklich wunderbar einlenken. Und die Automatik, die legt dazu natürlich super passend die Gänge nach. So geht's gut gedämpft auf bis zu 298 km/h. Zeigt sich das etwas betagte Interieur der Dynamik entsprechend angepasst? Der Bildschirm da oben ist kein Touchscreen. Ja, ist bei BMW ja inzwischen Usus beim iDrive, dass du hier ein Touchscreen hast, aber hier hast du kein Touchscreen. Was du dafür hast, ist hier eine Zusatzanzeige. Das ist ein Renntimer, wo du dir entsprechend die Zeiten stoppen kannst. Dafür ist halt auch ein Lüftungsauslass weg. Alu und Leder satt helfen beim Trösten. Blau hinterlegt, die Ziffernblätter der analogen Rundinstrumente. Das Interieur bleibt dabei BMW-typisch dem Fahrer zugewendet. Das finde ich ganz erstaunlich. Das Auto hat 440 PS, der wiegt 1,85 Tonnen. Und trotzdem haben wir ihn beim Testverbrauch unter 11 Liter. Das ist gut. Exakt 10,9 Liter Durchschnittsverbrauch schafft der Alpina. 8,2 Liter auf der Eco, 13,4 auf der Sportrunde. Das Beschleunigen ist das erste Teststreckenkapitel. Da gehen wir in Sport Plus. Dynamic Traction Control ist aktiviert. Die 440 PS sind bereit. Festbremsen, S-Gasse sollten wir nicht vergessen. Und ab geht's. Jo, richtig schön vorwärts. Ja, da ist immer so ein richtiger Druck drauf, wenn dann die Automatik die Gänge nachlegt. Also ist auch ein bisschen Spektakel hier, aber beschleunigt. Binnen 4,1 Sekunden schießt der Allradler auf 100 km/h. Respekt. Zweite Disziplin, das Bremsen. Mit einer Michelin Pilot Sport 4S Mischbereifung. 245er vorne, 265er hinten. Und nach 33,3 Metern steht der Kombi still. Ein hervorragender Wert. Es folgt der 18-Meter-Slalom. Dann fahren wir jetzt mal in den Slalom rein. Ja, macht er sehr schön. Typisch Dreier, sehr agil in der Lenkung. Wirklich gut zu führen. Ja, also richtig schön sauber. Das ESP lässt auch ein bisschen was zu. Ja, wunderbar. Dann kommen wir super. Mit 65,8 km/h giert der B3S durch die Pylonen. Im Notfall geht's ergo flott und kontrollierbar um Hindernisse herum. Ich würde mir den Alpina kaufen, weil er ein besonderes Auto ist. Klar, er ist in der Basis ein BMW, aber ein Alpina B3S, den siehst du eben nicht oft. Das ist was Besonderes, was Einzigartiges. Ich würde mir den Alpina jetzt nicht mehr kaufen,
weil die Dreierplattform eben schon ein bisschen betagt ist. Ich würde jetzt warten, bis der neue Dreier kommt und dann würde ich mir den D3S kaufen. Wenn man sich den Alpina von außen ansieht, dann fallen natürlich vor allem diese Zierstreifen auf. Wie findet ihr die eigentlich? Kultig oder peinlich? Schreibt es drunter.